hat diese Bilder in den vergangenen Tagen schon mal gesehen? Wem kommt es bekannt vor, was wir gerade gesehen haben? Ein paar, aber nicht so vielen. Über die letzten Wochen ist in Amerika an verschiedenen Unis einiges passiert. Angefangen mit dem, was wir gerade gesehen haben. Das ist in Kentucky gewesen, am Asbury College. Und sie haben eines Abends einen ganz normalen Lobpreisgottesdienst gehabt, haben angefangen, Lobpreis zu machen, und sie haben gespürt, dass Gott was tut. Plötzlich war Gott nah. Und ich finde es so super, dass du es gerade gesagt hast, Christina. Vor dem Thron Gottes, da passieren Durchbrüche. Und sie sind gekommen, sie haben sich voller Hunger und Sehnsucht an den Thron Gottes begeben, und plötzlich ist was passiert. Plötzlich gab es einen Durchbruch. Und sie haben festgestellt, dass sie nicht aufhören konnten. Sie konnten nicht aufhören, Gott anzubeten. Also haben sie einfach weitergemacht. Die ganze Nacht. Und sie konnten immer noch nicht aufhören. Dann haben sie einfach weitergemacht. Und weitergemacht. Und Leute haben davon gehört. Und es kam immer mehr und immer mehr. Und sie wussten gar nicht, was passiert. Und sie merkten, Dinge passieren. Sie haben angefangen, für Dinge, für Menschen zu beten. Sie haben gemerkt, dass Leute freigesetzt worden sind. Sie haben gemerkt, dass es was verändert, wenn sie zusammenkommen und beten. Für 2 Wochen haben sie nicht aufgehört. Und es sind Tausende von Menschen gekommen. Und es wurde teilweise über Livestreams übertragen und so. Und irgendwann, nach 10 Tagen, hat die Stadt und das College gesagt, wir müssen aufhören, es hier zu machen, weil es war vollkommen Overload. Die haben mit der Logistik, kamen sie nicht mehr hinterher und. Haben gesagt, es ist ja nicht das Ziel, dass alle an einen Ort pilgern und sozusagen das Ding lobpreisen, sondern es ist ja etwas, was wachsen soll. Also haben sie gesagt, wir fangen an unterschiedlichen Orten das zu machen. Und in diesen 2 Wochen, wo das passiert ist, hat es angefangen, an allen anderen Colleges ähnlich auszusehen. Ja? Es gab auf einmal mehrere Orte, wo sie gemerkt haben, irgendwie, es kommen junge Leute zusammen in der Sehnsucht im Herzen und Gott begegnet ihnen. Und irgendwie fand ich das total spannend. Ob wir es jetzt Erweckung nennen oder nicht, ist mir egal. Aber wir merken, es passiert was. Und seit in Asbury das so live gegangen ist, man redet davon, dass das erste TikTok-Revival ist. Weil der Hashtag Asbury Revival ist aber millionenmal angeklickt worden. Also Millionen über Millionen, also mehrere 20, 30, 40, 50 Millionen Mal, weiß ich nicht, ja? Also viel. Junge Leute auf ihren Smartphones kriegen das mit, es sind Hashtags, und mein Feed war voll davon. Und als ich das erste Mal gesehen habe, da war es noch nicht so voll, wie man es gerade gesehen hat. Da war es ein bisschen kleiner, auch der Blick von oben so runter auf die Bühne. Und ich habe das Video gesehen und habe gemerkt, da ist was. Und meine erste Reaktion war, was für eine geile Gemeinde, warum ist es bei uns nicht so? Bis ich immer mal geschnallt habe, da ist gerade Erweckung, ja, dass es nicht einfach nur normaler Gottesdienst war, dass da schon Salbung war. Und meine erste Reaktion war, boah, warum ist es bei uns nicht so? Und als sie das aufgehört haben letzte Woche, gab es einen riesen Aufschrei von Menschen. Haben gesagt, ihr könnt doch nicht Erweckung stoppen. Und so, nee, wir dezentralisieren Erweckung. Es soll ja in mehr Orten weitergehen. Ihr sollt ja nicht zu uns kommen, sondern es soll ja zu euch kommen. Und es gibt Leute, die reagieren und sagen, oh schade, ich hatte gerade ein Flugticket gebucht, ich wollte gerade hinfliegen. Die sind aus aller Welt, sind Leute dahin gereist, ja. In so eine kleine Stadt mit einem College, so, ne? Und die waren vollkommen überfordert. Alle Straßen waren voll, nirgendwo wurde mehr geparkt, es wurde überall in die Büsche gepinkelt. Es war ein bisschen viel für die kleine Stadt. Andere sagen, oh schade, wie ich hätte es auch gern bei uns. Andere sagen, ob das jetzt Erweckung ist oder ob die sich jetzt nur online darstellen wollen und das voll der Online-Stunt ist. So. Es gibt viele Meinungen, wie immer. Weil wir es gelernt haben, dass wir über soziale Medien richtig schön unsere Meinung sagen können und es ist total egal, ob die irgendwas wert ist oder nicht. Ja? Vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt, wie viel unsere eigene Meinung wert ist. Aber ich sehe, dass Gott was tut. Und ich sehe, dass Gott nicht nur was in Amerika tut, sondern dass auf der ganzen Welt haben seitdem Leute sich gemeldet, haben Sachen online gestellt, haben gesagt, wir sind zusammengekommen mit einem Hunger im Herzen und wir merken, dass Gott uns begegnet. Wir merken, dass was geht. Auch hier in Deutschland gab es schon Sachen, haben sich zusammengesetzt, haben angefangen, Lobpreis zu machen und konnten nicht aufhören. Ja? Und deswegen dachte ich, es ist doch mal ein guter Moment, um über Erweckung zu reden oder wegen des Heiligen Geistes, so wie wir es nennen wollen. Ja? Es ist jetzt hier keine große Erweckungspredigt und es gibt bestimmt ganz viele Aspekte dazu. Also ne, kommt hinterher nicht, sagt, aber Miri, das und das gehört auch dazu. Es gibt so viel, aber mir sind so ein paar Punkte wichtig geworden. Wir hatten am Donnerstag Pray Day
Und es war richtig gut. Ich habe ihn sehr genossen, unseren Abend. Und wir haben gezielt auch in die Richtung Erweckung gebetet. Und es kamen einige Eindrücke. Und drumherum baue ich heute die Predigt. Als erstes möchte ich sagen, was Erweckung nicht ist. Erweckung ist kein christliches Spektakel, zu dem man hinpilgert. Erweckung ist nicht irgendwie nur ein Spielplatz für Christen, die schon immer mal mehr mit dem Heiligen Geist erleben wollten. Das sind meistens die zuerst da sind, weil sie wissen, dass es gut ist. Ja? Die wissen, oh, das lohnt sich, in die Nähe des Heiligen Geistes zu kommen. Und es lohnt sich auch, an Orte zu gehen, wo es fließt. Es gibt einfach so Momente, Orte, Begebenheiten, wo so viel zusammenkommt, dass man merkt, da fließt Geist Gottes. Aber Erweckung ist kein großer Spielplatz für uns Christen. Und gleichzeitig ist Erweckung für uns Christen. Erweckung ist in der ersten Phase, uns Christen aufzuwecken. Uns wieder ein bisschen anzuschubsen. Zu uns zu sagen, Freunde, warum pennt ihr? Als wir unseren Pray Day hatten, habe ich gebetet und mein Eindruck an dem Abend war die Geschichte von den Jüngern, die im Garten Gethsemane sind. Wir wissen alle, wie die Geschichte geht. Wir lesen sie trotzdem zusammen. Wer seine Bibel dabei hat, schlägt doch mal bitte Markus 14 auf. Markus 14 und ich lese ab Vers 32. Sie kamen in einen Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihm erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Und jetzt wird's spannend. Als er zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagte er zu Petrus, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er wieder weg und betete noch einmal und wiederholte seine Bitte. Als er wieder zu ihnen zurückkehrten, waren die Jünger wieder eingeschlafen, denn sie konnten die Augen nicht mehr offen halten. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zu ihnen zurückkam, sagte er, schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen, da kommt schon mein Verräter. Mir ist die Bibelstelle gekommen, nicht weil ich die euch jetzt auslegen möchte, sondern mir ist die Bibelstelle als Bild oder als Gleichnis oder als Analogie für Gemeinde gekommen. Ja? Und als ich an die Jünger dachte, die im Garten eingeschlafen sind, kam mir, als hätte Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, warum schlummert und schlaft ihr? Steht so nicht drin, im Psalm, weiß ich nicht, glaube 21, 121 oder so, steht unser Gott, der schlummert und schläft nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, Freunde, warum schlummert und schlaft ihr? Und ich dachte mir, Gemeinde ist oft so. Die Jünger waren schon eine Weile mit Gott, mit Jesus unterwegs. Sie haben viel erlebt, sie haben Höhen und Tiefen erlebt, sie haben tolle Sachen erlebt, aber zu dem Zeitpunkt war irgendwie die Luft raus und sie konnten irgendwie nicht anders als einschlafen. Und Jesus ist zweimal zu ihnen gekommen und sagt, Freunde, geht's noch? Schlaft ihr? Betet, ja? Wachet und betet, das ist die Zeit zum Wachen und Beten. Es war kurz davor, bevor das Wichtigste passiert ist, was irgendwie passieren konnte. Und die Jünger haben gepennt. Und ich glaube, so geht es auch manchmal der Gemeinde Jesu weltweit. Das betrifft nicht nur uns, aber mir wäre es wichtig zu gucken, wie weit es uns betrifft. Ja? Wir müssen ja immer offen und demütig sein. Ich hatte einfach das Gefühl am Donnerstagabend, dass Gott fragt, hey, warum schlummert und schlaft ihr? Ihr wart schon eine Weile mit mir unterwegs, wir haben schon viel erlebt, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wärt ihr müde geworden, als wärt ihr bequem, schön warm, ihr sitzt da, kuschelt euch so ein bisschen zusammen und irgendwie schlummert ihr. Aber es ist die Zeit, um wach zu sein und zu beten. Weil Freunde, ich glaube, es braucht zwei ganz wichtige Dinge, dass Erweckung und dass eine Bewegung des Heiligen Geistes, die was neu macht, kommt, braucht es zwei ganz wichtige Dinge.
Und das eine sehen wir, gerade in der jungen Generation, aber das heißt nicht, dass es nicht auch uns Ältere befallen kann. Und zwar ist es eine Sehnsucht nach mehr von Gott, eine Sehnsucht nach einer tiefen, intimen Berührung mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, Freunde, so sind wir entstanden als Kirche, als Gemeinde, als Mülheimer Verband. Und wir sind eine der ältesten Verbandsgemeinden. Wir wissen, dass Leute, die diese Gemeinde gegründet haben, ganz vorne mit dabei waren. Die gehört haben, was in Mülheim abgeht, und die haben die Koffer gepackt und sind rübergefahren und haben erlebt, was da kam. Und das kam aus einer tiefen Sehnsucht nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Das ist unser Erbe. Das ist das, was in uns drin liegt. Asbury College ist benannt nach einem Mr. Asbury, der als Erweckungsreiter bekannt war. Der ist mit seinem Pferd tausende von Kilometern durch die ganze USA geritten, um zu predigen, um das Evangelium weiterzugeben. Ja? Und auch sie haben gesagt, auf das Erbe stellen wir uns. Und Freunde, das Erbe wohnt auch in uns. Wir sind eine Erweckungsgemeinde. Aber irgendwo, über so viel auch Schweres, was wir erlebt haben, über so viele Hürden, die wir gegangen sind, so ein bisschen schlummern und schlafen wir. Und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, und da zähle ich mich ganz genau mit rein, ja, das ist hier eine Predigt nicht der Anklage, sondern der Demut und der Selbstreflexion, dass ich das Gefühl habe, wo sind wir müde geworden? Wo ist der Hunger nach mehr uns abhanden gekommen? Ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind so sehr zufrieden mit dem Status quo. So wie es ist, ist es ganz schön. Wir haben uns daran gewöhnt, jeden Sonntag in Gottesdienst zu kommen. Wir haben uns daran gewöhnt, unsere Bibel zu Hause zu lesen. Und vielleicht hören wir noch ein bisschen ERF oder gucken uns auf YouTube was an. Und irgendwie ist das ganz nett. Aber wir wissen alle, was nett irgendwie ist. Das ist halt auch nicht mehr als nett. Und ich sehne mich danach, mehr Sehnsucht zu haben. Ich sehne mich danach, wirklich neuen Hunger zu spüren, zu sagen, Herr, ich will mehr. Und ich glaube, wir sind in dieser Vorphase, in der Phase, wo es darum geht, wachet und betet mit mir. Weil ich glaube, es passiert was. Ich glaube, es wird was vorbereitet. Und wie Christina gesagt hat, am Thron, ja, wenn wir an Gottes Thron kommen, da passieren Durchbrüche, da passieren Veränderungen. Und die Sehnsucht nach Gott und der Hunger nach Gott treibt uns unausweichlich ins Gebet. Die gehören einfach zusammen. Wir können nicht anders, als ins Gebet zu gehen, wenn es in mir quält, wenn ich sage, hey, ich will mehr, dann kann ich eigentlich nicht anders, als ins Gebet zu gehen und darum zu ringen und zu beten, zu sagen, Herr, berühre du uns. Komm, Jesus. Wir brauchen das. Wir brauchen das als Gemeinde. Ich brauche das ganz persönlich. Wir brauchen das als Stadt und wir brauchen das als Land. Wir brauchen das. Gott hat so tolle, unglaubliche Dinge in unser Land reingelebt. Er ist ein Erbe, was ich nicht loslassen möchte, sondern worauf ich mich stellen möchte. Und ich glaube nur, dass etwas aufstehen kann, wenn wir auf die Knie gehen und beten. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir eine Sehnsucht haben und wenn wir beten? Als erstes werden Sünden offenbar. Das, was von uns als erstes gebraucht wird, ist, dass wir erkennen, wo noch Dinge in unserem Leben sind und in unserer Gemeinde, und dass wir bekennen, dass Sünden bekannt werden. Das ist immer der erste Schritt in so einer Erweckung. Der zweite Teil ist Erweckung, dass das Wort Gottes gepredigt wird, das Evangelium gepredigt wird und dass Menschen zu Jesus kommen. Deswegen meine ich, das ist kein Christen-Event. Erweckung ist dafür da, dass wir angefeuert werden, um dann anderen Menschen die frohe Botschaft weiterzugeben, dass dann Menschen kommen, die vielleicht merken, ey, hier geht was, ja, in der Christusgemeinde, ich habe gehört, da ist jeden Sonntag, da geht was. Und das möchte ich sehen. Und dann kommen sie hier rein. Was kriegen sie hier mit, wenn sie bei uns durch die Tür kommen? Sind wir bereit, das Evangelium zu predigen, Leute aufzunehmen? Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, wir brauchen die Sehnsucht. Wir müssen ins Gebet getrieben werden. Und wir müssen erkennen, was noch zwischen uns und Gott steht. Wir müssen erkennen, wo Bekenntnis nötig ist. Und das war ein anderer Eindruck, der am Donnerstag da war. Dass eine der Sünden der von Gemeinden ist, dass wir auf uns selber ganz schön stolz sind. Wir machen das echt gut, wir sind eine gute Gemeinde. Also ich meine nicht ein positives Selbstbewusstsein, was wir alle brauchen, ja, und ein gutes Selbstbild, sondern es geht darum, dass wir manchmal so ein bisschen scheinheilig sind. Ja, dass wir ganz stolz drauf sind, auch wir sind eine gute Gemeinde und wir haben uns schon lange nicht mehr gestritten und wir haben einen netten Gottesdienst und eigentlich sind wir ganz okay.
Und es kann uns aber verführen. Und das sagt Jesus ja auch deutlich hier zu seinen Jüngern, sagt, hey, wenn ihr pennt, dann lauft ihr Gefahr, versucht zu werden. In so vielen Dingen. Lass uns nicht dumm sein und Sachen verpennen und sehen, wie Sünde sich bei uns einschleicht. Dann lass uns wachsam sein und lass uns auch demütig sein, zu sagen, egal wie lange ich Christ bin, egal ob ich Pastor bin oder Gemeindemitglied oder Besucher, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die nicht okay sind. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir Gerechter und Sünder zugleich sein. Wir arbeiten natürlich daran, dass die gerechte Seite immer größer wird, dass wir immer mehr Jesus ähnlich werden. Aber solange wir auf dieser gefallenen Welt leben, müssen wir damit rechnen, dass Sünde in unserem Leben ist. Und die Frage ist, sind wir bereit, demütig zu sein und zu Gott zu bitten, zeig uns, was im Weg steht. Zeig uns, wo wir ganz persönlich und wo wir als Gemeinde Sünden bekennen müssen und sie vor deinen Thron bringen müssen. Wo sind wir stolz und selbstgerecht? Wo sind wir scheinheilig? Wo sind wir eigentlich zufrieden mit dem, was wir uns selber geschaffen haben und fragen eigentlich gar nicht danach, was Gott noch tun möchte? Ich weiß, es ist heute ein großer Batzen, auf den wir rumkauen müssen. Ihr seht alle so ein bisschen erschlagen aus. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass wir ehrlich mit uns selber sein müssen, auch als Gemeinde. Wir als Gemeindeleitung, als Älteste, als Pastoren müssen mit uns offen und ehrlich sein und demütig sein. Aber ich glaube, es ist was wir nicht für euch tun können. Wir können euch ein gutes Beispiel sein und euch dahin führen. Aber ich glaube, es ist etwas, was wir alle gemeinsam und jeder für sich immer wieder neu hinterfragen muss. Wo sättige ich mich mit Dingen, die nicht von Gott sind und habe dadurch eigentlich gar keinen Hunger nach mehr? Wo habe ich mir so einen gemütlichen Platz geschaffen und denke, ich bin so heilig und ich bin so toll, aber eigentlich steht Gott da und sagt, ich hätte noch so viel mehr für dich. Du könntest eigentlich noch so viel mehr mit mir erleben, von mir erfahren, in mir wachsen, aber wir sagen, ach, bis hierhin war es Spaß. Ich glaube, ich setze mich hier auf mein Bänkchen und richte es mir nett ein. Und wo sagt Gott, hey, ihr habt noch nicht mal ansatzweise verstanden, dass es noch so viel mehr gibt. Und das heißt nicht, dass wir ab nächste Woche hier alle über den Boden schweben müssen, ja, und nur noch in Sprachen gesungen wird bei uns. Das kann auch Spaß machen, glaubt mir. Aber es geht darum, eine tiefe Beziehung zum Gott und zum Heiligen Geist einzugehen. Das sieht für jeden anders aus und wir haben eine Bandbreite im Mühlheimer Verband, die wir lieben und die lieben wir auch in dieser Gemeinde. Also sag jetzt nicht, ich habe Angst vor Erweckung, weil ich keine Fahnen schwingen möchte. Das sind Äußerlichkeiten, Freunde. Es geht um dein Herz. Wie offen bist du, dass Gott radikal an dein Herz darf, Sachen verändern darf? Sag, ich habe mehr für dich. Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, Kontrolle aufzugeben? Das ist nämlich der dritte Eindruck, den wir hatten. Erweckung kann nur passieren, wenn wir Kontrolle abgeben. Wenn wir sagen, okay, Herr. Wir planen nicht im Gottesdienstablauf ein, okay, von 10.15 Uhr bis 10.17 Uhr darf der Heilige Geist bei uns wirken. Aber dann ist auch genug. Ja? Natürlich kann ich nicht einplanen und sagen, ach, wir machen jetzt gar keine Pläne mehr. Aber jeden Gottesdienstplan, den ich schreibe, bete ich drüber und sage, Herr, wir planen es jetzt mal so, aber du darfst machen, was du willst. Und ich sage euch, Freunde, wenn der Geist hier sich bewegt und wenn er zu uns spricht, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit, alles abzublasen und was anderes zu machen. Ich warte eigentlich mal darauf, dass er sagt, Miri, die Predigt, die du vorbereitet hast, ist scheiße, ich rede jetzt über was anderes. Warte ich nur drauf, denke so, hey, mach doch mal, wäre mal spannend. Ich habe schon erlebt in meiner Heimatgemeinde, dass im Lobpreis Eindrücke kamen, und wir einen Altaraufruf gemacht haben, und wir kamen überhaupt nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu machen. Wir mussten die ersten zwei Reihen wegräumen, damit genug Platz zum Liegen war. Und das hat einfach den Raum eingenommen. Und meine Pastoren waren offen dafür zu sagen, okay, dann ist es so. Ist nicht immer im Sonntagsgottesdienst passiert. Ist vielleicht auch nicht immer der richtige Ort im Sonntagsgottesdienst, um Dinge zu tun. Aber wenn der Geist sich bewegt, hoffe ich, dass wir alle bereit sind, die Kontrolle abzugeben. Eure Hausaufgabe ist es, ich liebe es, Hausaufgaben zu verteilen. Eure Hausaufgabe ist es, Gott zu fragen, in aller Demut zu sagen, Herr, wo sind Dinge in meinem Leben, die du wegräumen möchtest oder wo ich meinen Hintern hochbekommen muss? Ja?
Ich glaube, Gott spricht ganz gerne und gerne direkt zu uns. Und es ist etwas, das wird dir innerlich keine Ruhe lassen. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie Gottes Stimme ist, ob es nur meine Gedanken sind oder Gottes Gedanken, lalala, kennen wir alles. Aber es wird in dir nageln, es wird dich nicht loslassen. Und eigentlich weißt du, was er von dir möchte. Unsere Gedanken sind immer überall, aber das schleicht so hinten. Kennt ihr das, wenn so ein Gedanke so von hinten hochschleicht und du kriegst ihn nicht ruhig und eigentlich weißt du, das ist es? Ich spiele immer gerne ein Spiel, wo du dir deine Karten merken musst. Es sind nur 4 Zahlen. Eigentlich würde man denken, es ist gar nicht so schwer, sich seine 4 Zahlen zu merken, aber dann fängt man an zu quatschen oder weiß ich nicht. Und plötzlich denkt man, Mist, was sind denn eigentlich meine Zahlen? Und ich sage immer zu Leuten, mit denen ich spiele, versuch jetzt nicht auf Biegen und Brechen dich an deine Zahlen zu erinnern, sondern mach was anderes und dann kommen die von hinten wieder so hoch. Irgendwann hast du dann so eine Ahnung und weißt, ach ja, stimmt, 5, 12, 8, 7. Und dann kannst du weiterspielen. Und so ähnlich ist es auch mit dem Reden Gottes. Wenn wir unglaublich versuchen, mit aller Kraft jetzt rauszufinden, ist es Gott oder ist es nicht Gott, ist es meine eigenen Gedanken oder nicht meine Gedanken, dann wirst du es nicht hören. Und wenn du das was anderes machst, wenn du einfach anbetest, wenn du rausgehst spazieren, dann wird es so von hinten hochkommen oder so in deinem, bei mir ist es immer hier so ein Gefühl, was ich nicht leugnen kann. Und er wird dir sagen, ey, da musst du vielleicht mal deinen Hintern hochkriegen. Vielleicht musst du deine stille Zeitroutine ändern. Vielleicht musst du grundsätzlich deine Morgenroutine ändern, weil du lieber auf YouTube hängst, als Bibel zu lesen. Kann ich gar nicht, das ist jetzt auch kein Beispiel aus meinem Leben oder so. Vielleicht geht es ja jemandem anderen so. Aber man wird nicht leugnen können, wo Gott in deinem Leben sich bewegt. Und dann ist die Frage, bist du bereit, das aufzugeben? Bist du bereit, dass Gott was an dir tut? Und bist du bereit für einen neuen Hunger und nach einer neuen Sehnsucht? Und wisst ihr, wie wir zu einer neuen Sehnsucht kommen? Je mehr wir von ihm kosten, umso mehr werden wir hungrig sein nach ihm. Je mehr wir uns in seine Gegenwart begeben, werden wir Hunger haben nach ihm. Lies deine Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennen wir, haben wir so oft gehört. Wenn du dich einfach in Lobpreis begibst, ich liebe es einfach Lobpreis anzumachen, mich hinzulegen und einfach das so über mich rüberwaschen zu lassen, das so richtig aufzusaugen. Soaking nennt man das, aufsaugen. Die Frage ist, was dein Zugang, was deine Möglichkeit ist, aber die Frage ist, bist du bereit, Gott daran zu lassen? Sind wir als Gemeinde bereit, dass Gott uns sagt, Freunde, so geht es nicht, da müsst ihr ran. Ich habe Lust auf mehr. Ich habe Lust darauf, zu sehen, was Gott in und durch uns tun kann. Und ich habe keine Lust, das zu verpassen, was gerade anfängt, sich zu bewegen. Ich habe keine Lust zu schlummern und zu schlafen, sondern es bewegt sich was, da kommt was. Wir stehen an der Schwelle von etwas und ich habe keine Lust, es zu verpassen. Da gibt es auch ein wunderbares Gleichnis nämlich zu, von den 10 Jungfrauen. Kennen wir, oder? Haben wir schon mal gehört? Steht im Matthäus 25, sollte es jemand interessieren. Ich lese es nicht vor, ich erzähle es euch. Aber wer es gerne mal nachlesen möchte, in Matthäus 25 steht es. Und zwar sind 10 Jungfrauen, die warten auf den Bräutigam. Sie sollen losgehen. Meistens kam der Bräutigam in israelischer Tradition abends oder nachts, dann kam er so durchs Dorf. Heißt, um vorbereitet zu sein, mussten sie Lampen mitnehmen. Die Lampen wurden mit Öl befüllt. Und es gab 5, die haben vorausgedacht und haben genug Öl mitgenommen, dass es die ganze Nacht reicht. Und es gab 5, die haben da nicht dran gedacht. Und sie fallen in den Schlaf. Schon wieder. Sie schlafen, sie wachen nicht, sie schlafen ein und plötzlich werden sie davon geweckt, dass jemand ruft, der Bräutigam kommt. Und 5 stellen fest, Mist, meine Lampe ist aus. Und sagen zu den anderen, gebt uns doch was ab, teilt doch mit uns. Und sie sagen, hey, wir wissen, wir haben es genau berechnet, wenn wir euch jetzt was abgeben, haben wir alle nicht genug. Geht doch los und kauft was. Und wie sie losgehen und was kaufen, ich weiß ja nicht, wo man irgendwo mitten in Bethlehem nachts um 2 noch Öl kaufen kann, aber das ist deren Sache. Während sie unterwegs sind, kommt der Bräutigam und er nimmt die 5 mit, die noch da sind. Und als die anderen 5 zurückkommen und an die Tür klopfen und sagen, hey, wir wollen auch noch rein, sagt er, nee, Freunde, zu spät. Ich habe keine Lust, nicht vorbereitet zu sein und zu pennen und es zu verpassen, dass der Bräutigam kommt. Sondern lass uns wach sein, lass uns weise sein und lass uns genug mitnehmen.
Unser nächster Schritt ist, sind wir vorbereitet darauf, was Erweckung noch heißt? Sind wir vorbereitet darauf, dass Leute kommen? Wir denken immer so, cool, und der Herr tat dazu, Tausende über Tausende, cool, wir haben noch Platz, wir können noch ein paar mehr Stühle stellen. Aber sind wir bereit? Kannst du das Evangelium erklären? Wenn jetzt jemand käme und sagt, Mensch, woran glaubst du eigentlich? Was passiert denn hier eigentlich? Könntest du es erklären? Könntest du mit jemandem ein Übergabegebet sprechen? Könntest du jemanden begleiten, der gerade frisch Christ geworden ist? Es ist total schön, wenn Leute sich bekehren, aber wisst ihr, Freunde, das ist eine andere Kultur, die hier reinkommt. Die sind ein anderes Leben gewohnt. Sind wir bereit dafür? Sind wir bereit dafür, vielleicht aufzugeben, was wir uns hier so nett gemacht haben, dass Leute reinkommen, die vielleicht ein ganz anderes Geschmäckchen mitbringen? Ja? Sagen wir, okay, wir wollen eine schön brave badische Gemeinde, deswegen brauchen wir schön brave Partner, die hier reinkommen, und wir jetzt kommen Schwaben. Ich weiß, aber da ich Preuße bin, ist mir das egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir stellen uns das immer so nett vor, aber ich glaube, manchmal sind wir nicht von der Realität geprägt. Aber das ist was, dafür könnte es mal irgendwann einen zweiten Teil geben. Wir haben jetzt wunderschön die nächsten Predigtreihen bis Juni, glaube ich, geplant, aber vielleicht mache ich danach einen zweiten Teil zur Erweckung, wenn es bis dahin nicht schon zu spät ist und die Erweckung da ist. Aber was mir heute wichtig ist, ist, es braucht Hunger und Sehnsucht nach mehr. Wir müssen zu Gott kommen und sagen, Herr, wir wollen mehr von dir. Wir stehen hier, Herr, ich bin frei. Steh frei, spiel den Ball zu mir. Wenn Erweckung kommt, lauf nicht an mir vorbei. Und es muss uns ins Gebet drängen. Sagen, Herr, wir beten für unsere Gemeinde, für unsere Geschwister, für unsere Stadt. Und das Dritte, was passieren muss, ist, dass wir unsere Sünden R und B kennen. Sagen, Herr, wir wollen als Gemeinde rein vor dir stehen und alles, was uns trennt von dir, räum du aus. Wir geben die Kontrolle ab. Mach, was du willst. Und eure Aufgabe ist, zu Hause darüber nachzudenken, was das bei dir ganz persönlich bedeutet. Bete und sag, Herr, was möchtest du tun? Du kannst auch jetzt beten, weil gleich machen wir noch eine Runde Lobpreis und ihr könnt nach vorne kommen. Wir stehen als Beter spontan bereit, auch für Leute zu beten, die jetzt schon wissen, was sie gerne bekennen wollten würden. Oder wer einfach Hilfe braucht, der sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht, könnt ihr für mich beten. Oder der sagt, mir fehlt der Mut. Weil ganz oft ist es, dass uns Mut fehlt, wirklich zu Gott zu kommen und sagen, mach, was du willst. Weil wenn wir das sagen, macht er das auch. Seid immer vorsichtig, was ihr betet. Gott tut es. Und manchmal fehlt uns der Mut. Ja? Kommt, wir beten gerne mit dir, wir sind gemeinsam unterwegs. Du bist in der Reise nicht alleine. Wir sind hier gemeinsam. Und wir machen das und wir tragen es gemeinsam als Gemeinde. Aber mein Herz ist es, dass wir es nicht verpassen. Dass es nicht an uns vorbeiläuft. Wie es aussieht, was genau passiert, ob es überhaupt kommt, ich kann euch nichts versprechen. Aber ich möchte auch nicht verpassen, dass wir hier sitzen und uns um unseren eigenen Mist drehen, während draußen Erweckung passiert. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du nicht an uns vorübergehen möchtest, sondern dass du gute Sachen vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du weltweit Gebete erhörst von Leuten, die kommen mit einem Hunger nach dir. Ich danke dir, dass es gerade eine Zeit ist, wo du dich finden lässt auf übernatürliche Weise. Und Herr, ich möchte als stellvertretend für Gemeinde sagen, Herr, wir wollen das auch. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich erleben. Wir wollen, dass du uns veränderst. Und ich als Pastor, ich gebe meine Kontrolle ab und sage, Herr, komm. Und ich bitte dich, dass du uns anrührst auf deine liebe und sanfte Weise, dass du unsere Herzen öffnest und uns den Mut schenkst, zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Dass du uns motivierst, zu beten, auf unsere Knie zu gehen und nach dir zu schreien. Komm, Heiliger Geist, wirk du unter uns. Wir wollen keine 0815-Gemeinde sein, die sich nur um sich selber dreht, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, wo du herrschst, wo du regierst und wo du Herzen in Brand steckst. Sei du bei jedem Einzelnen, egal wie diese Predigt heute angekommen ist, Herr, sei du bei jedem Einzelnen und berühre Herzen ganz neu. Wir sagen, Herr, wir lieben dich und wir sehnen uns nach mehr von dir. Amen.